Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade von Thüringen, Version 3.1.01. Ja, ich mache mal heute weiter mit Ballenpressen. Habe ja gestern aufgehört. Und bautmäßig. Ist heftig, ne? Oder bei mir jedenfalls. Verdammt. Kurz mal ein bisschen reduzieren. Mir kommt das nur so vor, dass das ziemlich laut ist. So. Machen wir 10% weniger. So, ein bisschen angenehmer. Ja, ich werde weiter pressen. Die letzten Ballen hier. Also eine Runde noch. Ja, das ist so Fahrzeuge ohne Kabine. Jo, Gras, ne? Ja, ob ich die Wiese noch umflügen werde, mal schauen. Wird ja gefordert, ne? Muss geflügt werden. Wäre eine Option. Ja, die andere Wiese werde ich mal schauen. Ob ich da den Krone nehme oder. Die ist ja ein bisschen weniger hügelig. Mal schauen. Ich überlege mir, ob ich hier Pöttinger Mähwerke zulegen werde. Die arbeitet. Das wollten wir schauen. Der Nia hat das mal gut gemäht, aber vielleicht lege ich noch einen Schwattpresser, also einmal eine Schwatt zu legen. Vom Pöttinger, die ist ja eher angepasst fürs hügelige Gelände. Ob das besser klappt, wenn der Rest also hier auch rumliegt. Ne? Kurz einsammeln die Ballen. Und werden wir gleich mal einkaufen. Also das Gras feucht, das normales Gras halt, ne? Das ist für die Tiere gedacht, für die Kühe. Ja, auch für die BGH kann man es auch nehmen, ne? Aktuell recht viel Silage vorhanden. Und ja, muss hier reichen, ne? Ja, irgendwie Heu, mal schauen, wie ich Heu kriege, ob ich da über den globalen Markt einkaufe, und zwar von der Marsch, oder ob ich da hier irgendwo Heu machen werde, wenn das Wetter zulässt. So. Den Eindruck, heute ziemlich laut ist. Für euch? Naja. Hofft man nicht, ne? So. Gut, nur ein bisschen leiser. Er hat ja auf volle Tour gearbeitet. Ich werde jetzt mal einen Traktor nehmen, den da vorne steht. Und wie gesagt, einen Schwader kaufen von Pöttinger. Es war nicht die hohe Arbeitsbreite. Irgendwie ist es laut heute. Kann täuschen. Aber es kann auch sein, bei meinem Mikrofon Mikrofon bei meinem Lautstärke am Regler auch schon laut ist. So, dann mal einmal los, ne? Ist zwar nicht der schnellste, egal, nehmen wir den. Tja, mal Gas geben, ne? Jetzt haben wir 9:45 in Game. Noch ist hell. Ah ja, nehmen wir den anderen Traktor, der schneller. Können wir hier tauschen, ne? So. Der hat ein bisschen mehr PS. See. Und er kann 100 noch was fahren, ne? 140 glaube ich. Ja, hier werde ich wahrscheinlich eine Halle hinstellen. Ohne Unterstand. Mal schauen.
oder zumindest planieren und einebnen. Also das ist, die Flüge müssen ja irgendwo stehen und das ist da rechts ganz gut günstig, glaube ich. Tja, hoffen, dass alles klappt. Ton, Mikrofon, ja. Und meine größte Sorge, Ton nicht passt. Aufnahmeunterbrechung ist auch kein zu sehen. Super. Rechts, ja, passt alles. Das ist der Decoder von der Grafikkarte, muss also darf nicht mal 100% sein, dann ist 100% die Unterbrechung da. Das soll nicht sein. So, sind wir schon. Bremse. Doch leicht überschätzt die Sache hier. Ja, es ist dunkel, mal Lichter machen, ne? Mein gut, KI-Verkehr ist hier sowieso nicht. Die ärgern mich immer. Irgendwann habe ich einen Outdrive-Kurs eingefahren, ganz am Anfang. Und da hat mir einer gerammt und da habe ich es irgendwann ausgeschaltet. Und da habe ich gesagt, nee, euch lasse ich mal außen vor, weil die bremsen ja nicht, ne? Die machen ja auch keine Rücksichtnahme und so. Gut, ich hätte eh die Vorfahrt gewähren müssen, ne? Aber ich sag mal so, mit Absicht reinfahren hat, macht ja keiner, ne? So, da sind wir beim Händler. Was hat er schon da? Nix da, nix, nein. Dann gucken wir gleich mal nach. Das habe ich eh gewusst, ne? So, dann hier mal kurz reingucken. Bei Geräte, bei Schwatter. Das ist zu klein. Zweier. Er hat zwar noch eine. Ja, noch Mod 6 Meter. Ich nehme mal hier der 5,9. Und das wäre mal neu, ob wir so einen Reifen hätten. Aber gut. Gut, den kaufen wir mal. Also Grastechnik kann man eigentlich bei uns jederzeit kaufen über einen Händler. Größere Geräte, die müssen bestellt werden. Also rechtzeitiges Erscheinen, sichert rechtzeitige Lieferung immer so, ne? Aber Grasgeräte im Allgemeinen sollte es eigentlich keine Probleme geben. Eigentlich. Es sei denn, es ist richtig mal hoher Andrang, dafür nicht hinterherkommen, ne? So, davon kriegt aber nichts mit. Wie gesagt, wenn viel los ist, dann sind die recht gut beschäftigt bei Verladen, ne? Ich war länger Zeit nicht draußen gewesen. Zum Rauchen geht nicht, ich rauche ja nicht und daher sehe ich nicht, was draußen rumliegt. Was draußen im Prinzip steht, ist alles bestellt und innerhalb der 3 Wochen dann ausgeliefert. Wie gesagt, Mähtechnik machen wir so. Klar, nach Bedarf auch, ne? Also wenn zum Beispiel die Nachfrage nicht so groß ist, dann ist auch da die Produktion gebremst, also nicht so viel. Ansonsten wird das entsprechend schnell nachproduziert, ne? Ja, dann muss ich gleich die Ballen einsammeln. Geht ja schnell mit Autoloten, ne? Ja, auch E-Auto, ne? Und dann können wir gleich nochmal sehen, ob das bisschen nachgeschwattet bekommen. Man 6 Meter Arbeitsbreite ist ein ganz schön wenig, in Anführungszeichen. Aber wenn wir halt ein paar Ballenpressen mehr haben, ne? Dann geht's auch. So wie bei Pferdegras, wenn es besser funktioniert. Da muss ich sowieso sehen, dass ich da beim nächsten Mal beim Mähen
zumindest zwei von den Krone arbeiten lasse. Oder drei Traktoren mit Schneidwerk von Pöttinger. Gibt's ja auch. Hier sind glaube ich 10 Meter bei, ein Mod. Wenn mich alles täuscht, müssten wir auch 13 Meter haben. Ich weiß das nicht genau, aber ich glaube 13 Meter oder so, 12, 11. Muss ich mal gucken auf der Homepage. Da, wenn ich rede, angezeigt. Ja, nicht alles, was hier an Mods gibt oder also hier angeboten wird im Paket. Das sind nicht, nach meiner Meinung nach, nicht die neuesten Maschinen. Meiner Meinung. Das sind dann schon ein bisschen ältere Modelle, sag ich mal so, ne? Gut, das kann sein, dass du für die Konkurrenz keine Daten geben wollt. Das weiß ich nicht, kann ich nur spekulieren. So, aus. Licht. Auch aus. Ausschalten. Gut, gehen muss ich mit Tastatur. Achso, ja genau. So. Also hier bei den Ballenpressen, da haben wir auch andere Geräte, ne, mit größeren Ballenumfang. Also da gab es auch neulich ein Werbevideo von einem Gerät von 1,55 Meter. So, mal gleich mal programmieren, aber vorher muss ich sammeln. Es liegt noch was rum, das muss noch genutzt werden, das nutzt hier auch nichts. Ich muss die Ball das einsammeln, das tut auch nichts. So. Soweit ich weiß, müsste das Gerät da oben stehen, oder? Ups. Oder habe ich es... Ach, jetzt weiß ich wieder. Ich habe neulich nicht hochgefahren. Steht auf der Straße. Aber die vier Ballen, die drauf sind, das ist schon Silage. Das würde ich aber anderweitig nutzen. Das würde ich gleich bei den Kühen abgeben. Denn hier liegt noch so viel rum, das kann auch genutzt werden. Das ist, vor allem macht Probleme beim nächsten Mal beim Mähen. Dass es, wenn es nicht weggeht, dass es dann wiederum stört, ne? Wenn das mal zu heu werden sollte eigentlich. Normalerweise schon. Der Fett ist noch von Natur aus ein bisschen lauter. Hier wollen wir rein. Den Mistfahrer habe ich auch nicht losgeschickt. Das glaube ich nicht notwendig. Ich müsste die Ballen trotzdem abgeben. Oder stelle die ganz links hin. Oder ich nehme die trotzdem rauf. Ist egal. Wir haben ja jetzt noch andere Ballen da. Und die Anhänger sind irgendwie. Oder bitte? Also, vorne machen, ne? Bestimmt zu kurz. Bei mir zu laut. Es kann sein, dass bei euch auch so, aber eigentlich von Aufschlag nicht. Das ist immer der Pegel. Wenn er im grünen Bereich ist, meistens alles okay. Es geht um den Tonmix. Ich sollte ein bisschen lauter werden als die Maschinen. Und Musik sollte nur leicht zu hören sein. Also wenn irgendwas mal stimmen sollte, einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Einige Titel sind neu, fast alle. Und dann kann es sein, dass der ein oder andere Titel vielleicht nicht zu hören ist. Aber das muss ja im Ganzen passen, ne? Ist schwierig. Wie gesagt, schöne Musik. Aber ist halt, muss der GEMA frei sein, ist das ganze Problem, ne? Bei Sonderrechten mal aufpassen.
Mein gut, ich persönlich hatte mal im LS das Radio gehört, also hier, was hier man anhören kann. Und da gab ich ein Warning, in Anführungszeichen, Hinweis wegen der Rechte des Titels, ne? Bla bla. Und das wurde mir dann vorgeschlagen, dass man, das ist doch gar nicht, wieso ist das so bescheiden? Wie gesagt, das ist die Deichsel ungünstig dafür. Wo die Breitreifen halt, ne? So, jetzt aber schnell. Es sollte ja eigentlich nicht nachts werden, ne? Also ich werde, sobald die Fahrzeuge fahren, kann ich ja schlafen gehen und am nächsten Tag sehen, was hier geschwallert wurde. Ansonsten muss es mal gestriegelt werden, dann geht Gras auch weg. Die Reste jedenfalls. Aber ich überlege, wie gesagt, hier zu flügen. Ein paar Prozente bringt das doch ein, ne? Wenn das jetzt 10% oder so Ertragsverlust, wenn man hier das Flügen nicht gemacht hat, laut angefordert wurde. Und so eine kleine Wiesen als oder Flächen als Ackerflächen zu nehmen, ist, glaube ich, hier nicht sinnvoll. In der vorigen Karte hatte ich hier alles bebaut mit großen Gebäuden, Hallen und so. Das wollte ich an sich so nicht machen. Ich möchte gerne die vorhandenen Flächen, also Hallen, nutzen. Und erst viel später, wenn wirklich kein Platz mehr sein sollte, dann nachher umrüsten. Ne? Aber wie gesagt, die Geräte können auch nur kurz draußen stehen, nur müssen sie irgendwo stehen, ne? Das ist das ganze Problem. So, schnell ein paar Ballen noch sammeln. So ein bisschen größeren Radius fahren, nicht so eng. Dann noch ein paar, vier Stück sehe ich noch. Rechts. So, keine mehr. Wie gesagt, die Räder drehen leicht durch, 100%, und sacken nächsten Tag ein, muss man sagen. Er hat auch hier viel Regen gehabt und das könnte sich auch auswirken. Mit dem Mod unten rechts, wo grün ist, die grünen Zahlen und Symbole. Die letzten beiden Updates habe ich von diesem Mod nicht genommen, weil ich empfand den einen Update, dass es ja auch schlimmer geworden ist. Hatte ich aber zum Glück noch eine ältere Version gehabt, irgendwo gespeichert. Und dadurch ist es halbwegs spielbar. Ist auch sonst nicht schlecht, ne? Das ist ja dieser berühmte mit dem Boden, der realistisch ist, ne? Was so viele haben wollen. Hat aber auch Nachteile, man kann da nicht mehr rauf, ne? Ja, stell dir vor, du hast Getreide und willst ernten und kannst nicht rauf, weil vorher der Regen zu stark war. Ja, dann hast du für das Feld die verkehrte Frucht. Wenn du eine Kartoffel hast, noch blöder, die verfaulen für mich eine Erde. Ne? So, da sind wir schon mal draußen. Aber kurz
den nochmal programmieren. Den so C. Machen wir Licht, ne? Sonst sehen wir nichts, ne? Gut. Feldmodus, richtig. Dann Kursgenerierung. Ich habe das Feld jetzt gescannt. Darum kann ich hier auf 62 gehen. Ansonsten muss man hier das Feld anklicken. Aber hier vorne so ein kleines Gebäude, das wird dann störend. Beginnen auf Feld rein. Feld rein deswegen, weil er zum Schluss nochmal alles rumzieht und dadurch diese eigentlich diese Unterbrechung, diese Halbkreise weg sind. So, kurz generieren. Ja, das ist schon ein anderes Maß, ne? So, zurück. Ersten Wegpunkt. Einstellen. So, ich begebe mich jetzt zur Nachtruhe. Lass ihn mal nachts arbeiten. Ich meine, gut, es war nicht ganz so, dass er durchzieht, aber wie gesagt, wenn ich jetzt, jetzt haben wir Sommer. Ist eigentlich 11. 7 Stunden müsste er hinkommen normalerweise. Also bis früh um 6. So, BGH ist Einnahmen vermisst, ne? Regen. So. Mal gucken, wo er gerade unterwegs ist. Regen. Da fährt er. Tja. Gut, das sind, wie gesagt, 6 Meter. Ist etwas faul. Rechts. Das ist schlecht. Nochmal entlassen. Weil, aber 6 Meter ist echt ein Scherz. Nur 0 stehen da oben, ne? Weil er noch ein Gerät ist. Er hat ja vorher vom Band gearbeitet und dadurch ist es entsprechend ungünstig auf. Maus geht schneller. Auf 0. Gut, so muss es sein. Und nochmal los. Ersten Wegpunkt. Aber hier ist genauso, dass es wegrutscht, ne? Ist für die Wiese ungünstig, ne? Sehr gut. Schauen wir mal, was er macht. Ansonsten suchen wir gleich mal einen Flug. Die Kleinen müssten genügen. Schon mal vorbereiten. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Der Fan wäre gut geeignet dafür. Die kleinen Flüge kann auch der die gut machen. Ich fahre den mal weg. Das habe ich irgendwo. Oh. So, liebe Schauer, das soll es schon gewesen sein. Für heute ist aber tschüss. Ciao, ciao. Überlänge. Sorry, für mich kein Problem. Für euch vielleicht auch nicht. Ist aber tschüss. Ciao, ciao. Jo. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Ich bin da. Und mal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Bis morgen.